Mein Name ist Andreas Erdmann, Bildhauer, Maler, Fotograf in Köln. Ich rufe alle hier auf, am 5. und 6. August dieses Jahr 2022 nach Leipzig zu kommen. Dort findet eine große internationale Kunstausstellung statt mit dem Titel Julian's Freedom is Your Freedom. Freiheit für Julian Assange. Also es geht dabei um die Pressefreiheit, womit wir auch die Kunstfreiheit mit einbeziehen können. Und Julian Assange ist der Gründer von WikiLeaks und er sitzt in London im Hochsicherheitsgefängnis in einer Einzelzelle, 2x3 Meter, weil er Dinge veröffentlicht hat, die Regierung, speziell die amerikanische Regierung, nicht haben will. Deswegen findet jetzt hier eine große Ausstellung statt, um die Weltöffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, was für ein Unrecht hier geschieht. Es kann nicht sein, dass ein Journalist und Verleger im Westen, die wir die Freiheit so hoch auf unsere Fahnen schreiben, in London in einem Hochsicherheitsgefängnis sitzt und da kurz vorm Sterben ist, seit 3 Jahren in einer Einzelzelle mit 23 Stunden in der Zelle sein und eine Stunde Freigang. Das ist ein juristischer Skandal, also ein Unding. Deswegen findet diese Ausstellung in Leipzig statt. Kommt alle dort vorbei in der Galerie Salon Rouge. Danke.